Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Informationsvideo über GTA Online. Der Anlass ist natürlich wieder ein neues Fahrzeug in GTA Online. In diesem Video werde ich einfach mal euch meine Meinung sagen über das neue Auto, welche positive Effekte oder auch negative Effekte dieses Fahrzeug so hat. Nach meiner Meinung natürlich. Als erstes kann man jetzt schon sagen, der Preis 1,5 Millionen Dollar für einen verfickten Sportwagen. Ja. Also ich meine, letzter Zeit sind Preise einfach nicht mehr realistisch geworden. Aber man muss auch gleich sagen, es gibt viel billigere Sportwagen, die auch sehr, sehr gut sind. Und wenn man so ein Fahrzeug für Rennen kaufen möchte, es kommt eher auf den Fahrer an als auf das Fahrzeug. Also ihr könnt auch ein Auto für 300.000 kaufen und könnt damit locker Erster werden. Aber na gut. Das Auto habe ich mir jetzt bestellt, es wurde auch geliefert. Als erstes muss man natürlich sagen, das Auto gefällt mir vom Design her wirklich sehr, sehr gut. Ich bin mal gespannt, ob die Tuning-Optionen auch irgendwas bringen. Natürlich ist dieses Auto ein Hybrid, also ein Elektroauto. Wenn man die Beschreibung durchgelesen hat, wird man es auch gemerkt haben, aber das machen sowieso nur die wenigsten. Na gut, dann sind wir mal in Los Santos Custom drinne. Aber irgendwie finde ich das auch ein bisschen enttäuschend, wenn man so die letzten Fahrzeuge sieht, die hatten immer irgendwelche Waffen an Bord oder Designs oder sonst irgendwas und dieses Auto, nein, hat es nicht. Ihr könnt halt Motor und das klassische Teil natürlich auftunen, aber was ihr machen könnt, sind halt die vorderen Stoßstangen, die hintere Stoßstangen, die Seitenteile da und ein Spoiler und halt so ein, zwei Streifen über dem Dach. Das ist nicht viel, Leute. Wenn man überlegt, die letzten Autos hatten viel mehr. Wirklich sehr, sehr viel mehr. Ist halt diesmal ein normales Auto. Auch wenn es heutzutage in GTA Online eher ungewöhnlich ist, ein normales Auto zu haben, statt ein ungewöhnliches Auto, aber egal. So, man muss natürlich sagen, dass die Beschleunigung von so einem Fahrzeug mega krass ist. Das ist immer so bei Elektroautos. Die Beschleunigung ist einfach unschlagbar. Das ist einfach so. Die ersten Meter ist der Sportwagen immer einen Schritt voraus. Aber was der Nachteil ist an so einem Elektroauto, die sind nicht schnell. Also er ist jedoch recht flott, muss man auch dazugeben. Aber Leute, ich sag euch, die normalen Sportwagen sind wahrscheinlich schneller. So, ich habe es leider gerade nicht testen können, aber vom Gefühl her merkt man ja schon, okay, das Auto ist flott, die erste Zeit, aber man merkt schon, so ein Massacro-Rennen oder was auch immer, so ein Fahrzeug könnte das jetzt locker schlagen. Aber wie gesagt, in Rennen kommt es ja eher auf den Fahrer an als auf das Auto. Aber man muss auch dafür gleich sagen, 1,5 Millionen, Leute, dafür könnt ihr euch manche Sportwagen fünfmal kaufen oder noch mehr. Und die sind genauso schnell oder vielleicht sogar noch schneller. Natürlich, dass vier Leute reinpassen, ist natürlich für einen Sportwagen auch mal was Neues. Es kommt nicht so häufig vor, dass vier Leute in einen Sportwagen reinpassen. Das Fazit, Leute, ist relativ einfach. Das Fahrzeug ist zu teuer. Für das Geld kann man einfach was Besseres anstellen. Wer das nötige Kleingeld hat, bitte sehr. Aber wirklich lohnen tut sich das her vom Preis nicht. Aber muss auch dazu sagen, das Auto sieht einfach einsam und spitze aus und ist halt mal ein Elektroauto. Aber ich persönlich werde das Auto wahrscheinlich behalten, da das Auto generell vom Design her einfach sehr, sehr cool aussieht. Und ich finde mal, ein Sportwagen mit vier Sitzen könnte auch mal nicht schaden. Aber das war jetzt einfach mal meine persönliche Kurzeinschätzung vom Auto, was ich mir eben geholt habe. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich noch überhaupt nicht kennen, könnt ihr natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Videos wie dieses hier verpassen. Aber ich bin raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.